Okay, wir haben hier eine riesige, gigantische Filmstuhl. Guck mal, ja. Ja. Meine Hand. Tu nur deine Hand weg. Krabbelt komm, rot. Oh Gott. Wir haben eine Höhle. Da ist das Licht. Das kommt mit Überbelicht. Und hier unten geht's in die Höhle. Das geht richtig tief hier rein. Hier fliegt irgendein Scheiß in der Gegend rum. Die Wände sind rot. Man sieht es gar nicht richtig auf der Kamera, aber das ist hier krass. Kann ich mal das Licht haben? Ja, weiter geht das Licht hat. Okay. Es tut mir nicht leid. Find mal nach oben. Licht mal nach oben. Ich habe eine Mücke richtig im Auge. Oh, ich habe sie rausgezupft. Josh, Himmel im Auge. Rausnimmt, dass mir wieder so ein Kackviech ins Gesicht fliegt. Wir haben eine Qualle gefunden. Die gatscht hier. Ah ja. Die gatscht hier in der Gegend rum. Hallo. Die haben wir, glaube ich, gesehen, Alter. Alter, da ist noch eine. Huch, noch eine. Ja, schön. Haben wir Nein, tu es nicht. Aber schön, man sieht sie gut und jetzt kann ich nur den da hochheben. Und ja. Da kommt noch eine kleine. Ja, warte. Jetzt muss ich sehr sehr konzentriert sein. Fokus. Wir wissen jetzt, dass da welche sind. Ja. Gott. Nimm's auf, das ist die Herkules. 1, 2, 3. Ha? Da hinten krabbelt sie weg. Warte, ich verfolge sie. Und da ist noch eine. Und da. Schwuck, schwuck. Und nochmal eine. Da kommen ganz viele. Und Stein weg. Und da krabbelt sie über Land. Oh, geil. Ich weiß nicht, ob man das über Land krabbeln gesehen hat, aber. Sorry. Oh, da ist eine ganz große. Die große, die. Guck mal, da. Schön. Hast du sie? Ja, ich verfolge sie gerade. Cool. Boah, hallo. Wir haben irgendeinen Fisch hier. Glaube ich, einer von denen, die auch vorhin hier überall rumgeschwommen sind. Oh, ist er jetzt unter der Unter. Dieser irgendeine Fisch, den ihr gerade gesehen habt, ist ein extrem berühmt-berüchtigtes Petermännchen. Der gefährlichste Fisch der kompletten Bretagne. Und der ist irgendwie so groß. Ja, das ist mega. Der ist mega gefährlich scheinbar. Man macht irgendwie Gliederschmerzen und der ist winzig. Und wir haben den da gefunden. Ich bin im Hotelzimmer auf dem Rückweg angekommen. Nach einer 5-Stunden-Fahrt. Und hier drin gibt es eine Klimaanlage. Es ist auf 18 Grad runtergekühlt. Draußen hat es irgendwie 2000. Um genau zu sein, 38. Hier ist unser ganzer Kram. Das ist mein Bett. Es ist viel zu weich. Das ist das andere Bett. Das ist noch viel zu weicher. Und wir haben uns jetzt einen super duper dollen Room-Service bestellt. Und ich krieg eine Pizza. Und es kommt auch noch Chicken und so ein Kram. Und was ist eigentlich hier? Eine unnütze Ecke. Ich stelle mich in die unnütze Ecke. Oh, und es hört sich so an, als würde es hier unter mir gleich zusammenbrechen. Juhu, ich bin in einer unnützen Ecke. Wie cool. Ja, das ist unser Zimmer. Ich mache da noch vielleicht ein Video vom Isen. Und dann sind wir bald zu Hause, aber die Fahrt zeige ich euch einfach mal nicht, weil, wow, ist eine Fahrt. Ihr wisst, wie man Zug fährt. Ich habe hier eine super Pizza. Die ist etwa...
Karlsruhe kommen. Ich glaube, das fällt mir auch nicht auf. Wir sind jetzt im Zug von Karlsruhe nach Hause. Da sind wir bald zu Hause. Ich habe den Kärtcheninhaltsübertragungsstick nicht mehr gefunden. Das heißt, es kommt nächste Woche noch ein Tauchvideo, wo wir wirklich im Meer getaucht sind. Was halt mega cool ist. Das wollte ich eigentlich in das Video noch einbauen, aber der Stick ist weg. Beziehungsweise irgendwo in den Koffern vergraben. Also ist es jetzt erstmal der dritte Teil. Es kommt noch ein viertes Tauchvideo. Wir sehen uns dann am Mittwoch. Tschüssikowski, Schlüsselbus und ab Sport!